Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute koche ich zum ersten Mal was im Wok. Und zwar in diesem hier. Dieser Wok wurde von Zahlschweinen finanziert und steht schon eine ganze Weile bei mir hier. Da, heute wird er eingeweiht. Ja, vielen Dank nochmal an die dreckige Zahlsau dafür. Und der Wok ist natürlich ein sehr wichtiges Werkzeug in der asiatischen Küche. Wir haben alle schon mal was aus dem Wok gegessen. Nasi und Bami Goreng sind neben dem klassischen Thai Curry die beliebtesten Gerichte, vor allem hier zur Lande. Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie auf den schönen Gasherden da mit Flammen und so das gewendet wird. Ach, geil! Ja, ich habe natürlich nicht genau dasselbe Setup hier, aber das wird schon gehen. Ganz wichtig ist nur, dass es heiß aufgedreht werden muss. Ja. Der Link zum Wok ist selbstverständlich in der Beschreibung. Und wir machen heute rotes Thai Curry. Freischnauze. Also ich verwende heute mal kein Rezept. Manchmal verwende ich Rezepte, manchmal nicht. Ein Rezept zu verwenden heißt ja immer, ja, ich koche nach Anleitung. Und wenn es nicht gelingt, dann bin ich im Prinzip vollkommen verblödet. Ich koche jetzt komplett frei Schnauze mit den Zutaten, die mir halt so schmecken aus der asiatischen Küche und die es hier so gab. Rotes Curry, haufenweise Gemüse und Pilze, zeige ich euch gleich, und Huhn. Und dazu gibt es Reis aus dem Reiskocher, den ich auch bisher noch nie verwendet habe. Ich habe so einen ganz günstigen Reiskocher für ein paar 20 Euro, den kann ich euch auch mal verlinken. Und das wird schon schmecken. Ich koche natürlich auch gleich für morgen und übermorgen mit, also ich werde 3 Tage davon essen. Ich könnte natürlich auch meinen Freundeskreis hier einladen, aber das sind alles stinkende Penner. Vor allem du, Gamel, ich weiß, dass du das siehst. Die Thai-Curry-Paste hier für 65 Cent aus dem Asia-Shop, die ist immer gut. Ja, soll ja auch so verwendet werden. Jetzt nicht falsch verstehen, das hat jetzt nichts mit Tütensuppen blabla zu tun. Das ist halt egal, ob man es aus dem Glas nimmt, Pulver oder das, aber das hier ist halt eigentlich mit die beste Wahl. Ja, hier haben wir das Gemüse. Lauchzwiebeln, Tomaten, Zucchini, Kokosmilch nehme ich direkt aus 2 Kokosnüssen. Ich hatte irgendwie keinen Bock, die aus der Dose zu nehmen, die waren bei Lidl sehr günstig. Ein bisschen Knoblauch, Ingwer, Pilze, Paprika, Pak Choi und feinster Brokkoli. Feinste Hähnchen-Innenfilets. Ja, ich habe auch zuerst den Kilopreis als den richtigen Preis gelesen. Ja, kostet 4,99 und ist selbstverständlich aus Haltungsform 2. Dieses Light muss doch schmecken. Das ist mein Reiskocher, wie gesagt, glaube ich 23 Euro, was ich bezahlt habe. Der ist wirklich sehr primitiv und einfach und auch ganz einfacher Basmati-Reis. Ja, ich hoffe, es wird mir gelingen. Ich habe noch nie das Ding benutzt, aber wer das nicht kann, der sollte sich wahrscheinlich auch einfach erlösen. Naja, jetzt kommt natürlich der schönste Schritt vor dem Öffnen der Kokosnüsse, weil ich will jetzt erstmal alles vorbereiten. Das ganze Gemüse waschen und schnibbeln. Ich kürze das mal wieder ab. Ne, heute nicht. Heute könnt ihr mal sehen, wie ich schnibble. Was ich vorhin noch weiter ausführen wollte eigentlich, wenn ich freie Schnauze koche, heißt das, ich mache Fehler, sicherlich, vielleicht auch nicht. Und daraus lerne ich und lerne dann über die Zeit auch, was denn wirklich gut ist, was funktioniert, was nicht, was schmeckt, was nicht. Und das finde ich immer wichtig, hier und da mal nach Rezept zu kochen, hier und da mal frei Schnauze zu kochen. Wichtig ist ja am Ende immer nur, dass es schmeckt und dass alles durch ist. Im Groben und Ganzen. Mich triggert das immer tierisch, wenn Leute Paprika zuschneiden und dann die Kerne einfach dran lassen. Als wären die Kerne irgendwie ein Teil des Paprikas, den man gerne essen möchte. Die müssen bei mir alle raus hier, seht ihr? Ja. Ja, mir tränen so brutal die Augen vom Schneiden dieser Lauchzwiebeln. Ach, immer wieder eine Freude. Ohne Scheiß. Ah. Huh, Alter, nee. Ich bin definitiv wieder aus der Übung. Ich muss öfter kochen, Alter. Ich muss einfach öfter kochen. Es macht aber auch Spaß. Muss ich einfach nur Zeit dafür nehmen. Dann lohnt es sich auch immer. Wenn man am Ende mit so einer schmackhaften Mahlzeit belohnt wird und dann immer noch vorkochen kann gleich. Man muss nur immer wieder drin sein. Kochen ist geil, Alter. Einfach geil. Gut, alles ist soweit vorbereitet. Huhn ist klein geschnitten. Hier sind die Sachen drin, die nicht so lange Garzeit haben, also die Pilze, Tomaten, Ingwer und Knoblauch. Und hier ist Paprika, Zucchini, die Pak Choi, die Lauchzwiebeln und der Brokkoli. Jetzt haben wir noch eine Herausforderung, bevor es richtig losgeht mit dem Kochen. Diese haarigen Klöten hier.
Jetzt habe ich eine Herausforderung vor mir, die ich bisher noch nicht in meinem Leben absolvieren musste. Und zwar eine Kokosnuss zu öffnen. Aber nicht das Fruchtfleisch ist jetzt hier die Priorität, sondern die Milch oder der Saft. Okay. Oh. Okay. Oh, Scheiße. Ja, das ist härter als gedacht. Und hier ist der ganze Dreck drin. So, mit der Kraft des Freeways müssen wir das doch schaffen. Also ich nehme jetzt mal die Kokosnuss und hau die hier drauf. Vielleicht geht das besser. Alter! Du, ich hau da gerade mit voller Kraft drauf. Junge! What? Ich bin drin. Alter. Ich bin wirklich drin. Wieder was gelernt. Also eine Kokosnuss zu öffnen ist wirklich ein bisschen anspruchsvoller als ich dachte. Da ist ja gar nicht drin. Och nee. Och nee, Alter. Ich hoffe, hier ist mehr drin. Alter, nein. Bitte. Sagen wir, dass hier mehr Milch rauskommt. Okay. Also die Ausbeute aus zwei Kokosnüssen ist wirklich mehr als optimal. Jetzt verstehe ich, warum man das immer in der Packung kauft oder in der Dose. Denn das ist sehr ineffizient. Ich habe nun nach einem Sieb gesucht und bei der Suche ist mir etwas unter die Augen gekommen, und zwar die Kokosnussmilch, die ich hier noch stehen hatte, die hält sich sogar noch. Ich bin sehr froh darüber, denn ich besitze kein Küchensieb und habe gerade in einem leichten Wutanfall die Kokosmilch entsorgt. Nun drehen wir den Herd auf. So, und beginnen den Wahnsinn. Ich hoffe, es gelingt. Ich habe nämlich sehr viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt und habe auch Hunger und will auch die nächsten Tage was Schönes essen. So, das reichen. Den feinsten High-Oleg-Brat bzw. Wok-Öl. Gut, das Ganze muss ein bisschen Temperatur bekommen natürlich und danach geht's schon los. Hier wird heiß gekocht. Ich weiß, mein Herd ist etwas schwachbrüstig, aber wenn man sich Zeit lässt. Parallel dazu nutze ich auch den Reiskocher. Selbe Menge Wasser wie Reisvolumen technisch. Und dann Rest macht er irgendwie automatisch. Ich hoffe, das funktioniert. Gut. Ich hoffe, es geht. Wird schon. Wird schon. So, hier müsste auf jeden Fall mittlerweile genug Hitze da sein. Naja, gut. Okay, der Herd ist echt ein bisschen schwach. Muss ich mal so zugeben. Das Huhn ist auf dem richtigen Weg. Machen wir mal weiter hier mit der Currypaste. Die muss hier dringend drauf. So. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie scharf das Zeug ist. Ich mache mal nicht zu viel dran. Ich will es heute nicht so scharf, aber ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Und jetzt die Kokosmilch dazu. So. Das sind ziemlich scharfe Chilis, also wirklich sehr scharfe Chilis, deswegen mache ich mal nur genauso viel wie das Salz. Nicht übertreiben, ich will ja auch was vom Essen schmecken. Das sieht doch schon um einiges mehr nach einem schönen heißen Wok aus. Und jetzt kommen die anderen Zutaten rein. Ja, moin. Okay, ja. Ich bin ja gespannt, ob das mit der Flüssigkeit hinhaut, aber da das ja alles eigentlich sehr viel Flüssigkeit enthält, denke ich mal, ich muss nichts weiter zugeben, deswegen haben wir jetzt auch den Deckel zugemacht. Ich gebe dem jetzt immer so 5 Minuten, ich gehe mal dann davon aus, dass sich das Volumen auch stark verändert hat. Übrigens, parallel schon mal alles abwaschen, da spart man sich im Nachhinein Zeit und Energie. Junge, das ist ja Wahnsinn, ich habe wirklich ein bisschen viel gemacht. Da kann man schön 3 Tage von fressen, Alter. Geil. Geil, geil, geil. Währenddessen kocht der Reis ganz entspannt vor sich hin. Scheint alles in Gang zu gehen. Ja, ungefähr so 7-8 Minuten später kommen die Pilze jetzt dazu. So, schön gleichmäßig hier verteilen. Mit den Pilzen auch die Tomaten, Ingwer und Knoblauch. Woran ich natürlich nicht gespart habe.
Gut, jetzt sind alle Zutaten drin. Mal schauen. Oh, der Reiskocher hat gerade geklickt. So, laut Anleitung müsste der Reis jetzt fertig sein, soll aber noch ein bisschen ziehen. Alter, der ist ja wirklich fertig. Nicht angebrannt. Das ging echt simpel. Ohne viel Dreck. Geil. Hätte ich mir schon viel, viel, viel eher holen sollen, so ein Ding. Das ist ja sehr überkrass. Hier läuft eigentlich alles so, wie es soll. Ja, Bambus könnte man noch reinmachen, Lotuswurzel könnte man noch reinmachen, aber es ist einfach genug. Ich habe mich jetzt eher für zwei Sorten Pilze entschieden. Weil es soll ja auch nicht genau dasselbe sein, was ich jetzt bei jedem Asiaten in der Stadt hier zum Essen bekomme. So noch ein bisschen was anderes. Mal schauen, wie lange ich das jetzt noch kochen lasse hier. Ist ein bisschen viel. Ein bisschen eine sehr fette Portion, Alter. Junge. Nun, denn ich habe es so ein bisschen ziehen lassen. Ganz entspannt. Und schaut mal, wie das Verhältnis von Festkörpern zu Flüssigkeit ist. Genauso wie ich es wollte. Es ist im Endeffekt auch geworden. Gut, also ich habe kein Wasser oder so nachgeschüttet. Ich bin sehr glücklich damit. Geil. Also ich habe jetzt ein bisschen im Verdacht, dass es nicht so scharf ist. Aber ich bin jetzt gar nicht böse. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mit dem Hals momentan. Es gibt doch wirklich kaum was Schöneres, als zu wissen, dass man die nächsten Tage was echt Geiles zu essen hat. Also ich will mich jetzt hier nicht selber beweihräuchern. Aber das ist ja schon was Feines. Wobei, ich habe es noch nie gekostet. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, das ist ja wirklich noch mehr, als ich dachte. Garmel, tut mir leid, das war alles nur Spaß. Ich habe es nicht so gemeint. Willst du vielleicht doch vorbeikommen und was essen? Scheiße, Junge. Also bin ich jetzt eigentlich schon ein Prepper? So wie ich hier Meal Prep betreibe? Sheesh. Es ist soweit, ich darf kosten und ich bin sehr gespannt, vor allem wie scharf es ist. Ja, zum Reis muss ich ja nicht viel sagen, den koste ich jetzt erstmal mit der Soße sozusagen. Oder Brühe? Sud? Wie nennt man das? Currysoße? Das hat ohne Scheiß die perfekte Schärfe. Geil. Brokkoli ist noch leicht bissfest. Mensch! Oh, das Huhn ist gut. Ich freue mich gerade richtig. Geil. Ja, Mann. Geil. Wisst ihr, was jetzt wirklich der absolute Super-GAU wäre? Wenn das nicht schmecken würde. Weil ich davon ja einfach so viel habe. Ja, aber es schmeckt. Ich glaube, ich habe genau richtig gewählt, wann ich welche Zutaten reinmache. Sind alle wunderbar durchgekommen. Boah. Schön. Ich bin auch der Meinung eigentlich, dass man nicht viel falsch machen konnte. Das Einzige, was im Nachhinein, naja, verbesserungswürdig ist, auf jeden Fall mehr Huhn. Das ist wirklich wenig Fleisch drin, aber ist nicht so schlimm. Man muss ja auch nicht immer so viel Fleisch essen, aber ein bisschen mehr hätte es sein können, auf jeden Fall. Also grundsätzlich kann ich sogar empfehlen, es mir nachzumachen, so wie ich es gemacht habe. Also ich finde, es schmeckt geil. Man kann noch ein bisschen mehr Chili reinmachen, also ein, zwei Chilischoten einfach der Länge nach aufschneiden und mit rein. Aber sonst, von Gewürzen her. Und genau das lasse ich mir jetzt die nächsten 3 Tage in Folge schmecken. Danke fürs Anschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder bei Max kocht oder bei anderen Videos. Auf Wiedersehen.